Servus und willkommen zu einer neuen Folge Jagged Alliance 2. In der letzten Folge haben wir damit begonnen, den Sektor N5 von Miduna anzugreifen. Und ja, wir sind hier ordentlich dabei, aber unser Robot kassiert hier richtig krass. Magic ist absolut nicht gut dran. Da muss Static auf jeden Fall noch einiges machen. Zum Beispiel ihn verbinden. Raven hat keinen Verbandskasten mehr. Das ist alles ziemlich bescheuert gemacht von mir hier. Scope könnte ihn vielleicht noch verbinden. Vielleicht geht das doppelt so schnell besser. Ich weiß es nicht. Weg blockiert. Okay, können wir ihn vielleicht von da verbinden? Nein, können wir nicht. Es geht nur von der Position. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße gerade. Dann schauen wir mal. Alter. Was sollte das denn werden? Gut, jetzt sind wir wieder hier. Dann soll das erstmal auch so bleiben. Dann würde ich sagen, ziehen wir Magic mal hier hin. Und ziehen mal Robots hier hin. Okay, da sehen wir schon zwei. Dann einmal hier volle Kanne draufballern. Okay, verwundet. Sehr gut. Dann kümmert sich vielleicht Magic mal um die hier. Müssen wir mal schauen, ob das hier was wird. Ich glaube sogar von hier ist es besser als vom Aufnahmeende safe. Eine Unterbrechung für Static, alles klar. Ja, das ist gar nicht mal so übel. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Nur für Static, gell? Dann warten wir mal ab, was wir hier noch reißen können. Magic. Fuck you. Na, das gibt's doch nicht. Magic steht da absolut falsch. Das geht so nicht. Das geht so nicht, Freunde. Wie machen wir das? Ich bin gerade wirklich ein bisschen überfragt. Ich habe absolut keine Ahnung. Soll vielleicht Sinan mal ein paar Schritte vor? Was ist das? Ja, das ist gar nichts. Vielleicht hier so hin. Und Magic kümmert sich tatsächlich mal um die Gegner hier hinten. Fuck you. Und muss natürlich nachladen. 15, das wird nicht reichen. Nehmen wir mal seine... Ach, der hat gar keine normale Waffe. Scheiße. Können wir vielleicht dahin und uns hinlegen? Dann sieht uns der Vordere noch, okay. Nee, das wird so nichts, Freunde. Das wird so nichts. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Dass das jetzt so knifflig wird, hätte ich nicht gedacht. Es lief ja bisher eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte Miguel mal einen Schritt zurück. Da liegt was. Ja, da liegt was. Da ist was. Ja, da ist was. So, so vielleicht. Und Magic kümmert sich mal darum. Und Static bleibt da einfach mal. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ich weiß nicht, ob das was wird. Okay, dann ballern wir da mal hin. Ne, unser Robot, der schießt im Moment nicht wirklich gut. Müssen wir jetzt mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob das was wird. Okay, eine Unterbrechung für Static. Das ist aber blöd, dass er aktuell... Muss das checken. Dass er aktuell immer als einziger die Unterbrechungen bekommt. Na super, das ging ja komplett daneben. Na, unser Robot kassiert ordentlich. Eine Unterbrechung für Scope. Wunderbar. Okay, das war gar nicht mal so übel. Vielleicht sollten wir da das nächste Mal auch eine Granate hinwerfen. Ach, der ist nur am Bein getroffen worden. Okay. Jetzt stirbt er gerade. Das heißt, er wird uns auf jeden Fall keine Probleme mehr bereiten. Dann vielleicht einmal ordentlich draufballern. Okay. Und dann erstmal nachladen. Sehr schön, das sollte passen. Schaut es mit dem Robot aus. Speichern wir nochmal. Wobei, glaube ich, ein Feuerstoß sinnlos ist. Wir machen da mal gezielte Schüsse drauf. Okay. Okay, das war zwar wenig Schaden, aber erstmal nicht so übel. Erstmal nicht so übel. Also Robot wird wahrscheinlich sterben. Den sollten wir da vielleicht mal wegziehen.
Eine Unterbrechung für Static, das ist wunderbar. Nicht genug Aktionspunkte, nein. Dann schießen wir ihm einmal in den Kopf wenigstens. 29, ist gut, ist gut, ist gut. Na, das ist nicht so gut. Ein Wurfmesser, alles klar. Eine Unterbrechung für Sinan, okay, dann würde ich sogar sagen, darf er mal. Aber die treffen so schlecht aktuell. Wow, er steht immer noch. Okay, dann darf Scope ihm nochmal einen einzelnen Schuss geben. Cheerio. Sehr gut. Da ist das. Roboter ist nicht verfügbar, okay. Sollten wir da vielleicht wegziehen? Na, eine Unterbrechung, Freunde. Eine Unterbrechung. Na gut, Static hat erstmal kassiert. Das ist soweit. Okay, das ist soweit, okay. Another one bites the dust. So, Robots darf jetzt erstmal dahin. Dass er zumindest erstmal nicht mehr in der Schussbahn ist. Na, ich sollte Static echt an die Wand ziehen. Ich benötige medizinische Hilfe. Ja, das tust du. Static benötigt aber noch mehr medizinische Hilfe als du. Deswegen wird er sich mal dahin begeben und sich hinlegen, weil der ist absolut... Der bringt uns nichts. Der bringt uns nichts. Okay, ein Unterbrechen für Sinan, Scope, Magic, Raven und Miguel. Dann darf Sinan mal. Sehr schön, dann kann Sinan sogar nochmal nachladen, glaube ich. Da ist was. Wobei, lassen wir das erstmal. Lassen wir das erstmal. Was war das? Static sieht ihn, okay. Kann er da noch draufballern? Also irgendwie hat Static hier mit den Gegnern aktuell. Konrad sieht ihn auch. Wahnsinn, dann speichern wir mal. Ja, Konrad ist ein guter Junge. Konrad ist ein sehr guter Junge. Okay, ein Unterbrechen für Static. Kann er hier noch irgendwas reißen? Oh Gott, ey. Grandios, sage ich dazu. Einfach nur grandios. Mehr kann ich dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Wahnsinn. Wir werden uns gleich auf jeden Fall erstmal ordentlich verbinden. Ordentlichst verbinden. Ich glaube, hier kommen keine Gegner mehr. Einer ist, glaube ich, noch im Haus drin. Den haben wir ja vorhin mit unserem Robot gesehen. Ich starre auf Blut, Mann. So. Mein eigenes Blut. Count me in. Tatsächlich, da vorne ist einer. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann werden wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal verbinden. Static darf sich mal selber verbinden. Jan Scope darf sich auch mal selber verbinden. Und Magic hat nichts. Okay, dann muss Magic noch kurz warten, bis unsere Freunde hier verbunden sind. Ich würde mal sagen, das darf dann gleich Static übernehmen. Ja, dann einmal an Magic. Na, aber wir haben ordentlich kassiert in dem Sektor. Das ist böse. Das ist wirklich böse. Oh, Scope hat kein Verbandszeug mehr. Hä, was? Warum hat sie aufgehört, sich zu verbinden? Raven, ansonsten ist keiner verwundet, oder? Doch, Konrad ist verwundet, dann darf Konrad auch mal. Sinan ist verbunden soweit. Robot müssen wir später ganz normal reparieren. Jetzt können wir mal gucken. Hier wurde ordentlich Zeug fallen gelassen, glaube ich. Aber warum? Hä, ich verstehe das nicht. Ist das, weil da Leichen drauf liegen? Gehen wir mal mit Sinan ein paar Schritte vor. Was ist das? Pelzklauen, was okay. Ist das? Nachtsichtgerät. Ich würde sagen, das darf jetzt mal Sinan erledigen, aber er sollte vielleicht mal nachladen, bevor er das tut. Weil Gegner sind hier, glaube ich, keine mehr. Nur noch der eine hier im Haus. Zeit, den Müll raus. Tatsächlich kommen wir dahin. Mit einem Raketengewehr dürften wir aber deutlich mehr Schaden machen. Jetzt schauen wir mal. 15 in den Kopf. 31 verwundet. Okay, jetzt gucken wir, ob wir nochmal treffen. Nee, okay, dann. Schauen wir mal, ob wir getroffen werden. Falls ja, dann ziehen wir uns nochmal zurück. Okay, scheint geklappt zu haben. Dann einmal in den Kopf. Boah, da ging eiskalt daneben. Na gut, die scheint uns erstmal nicht gefährlich zu werden. Und es ist auch, glaube ich, nur noch sie. Nachzujagen. Laufen wir mal noch ein bisschen vor. Hälse bald genug hochhängen. Na, sie verblutet. Ich habe gerade was gehört. Ja, das hast Zeit, du. Den okay. Müll rauszubringen. Jan, einmal in den Kopf bitte und hoffentlich triffst du diesmal. Boah, Sinan, das gibt's doch nicht. Mit dem Gewehr lässt sich nichts mehr anfangen, ja, wenn super. Ich nicht bald nachlade. Aber sie läuft weg. Sie läuft weg. Das ist super. Aber es scheinen sich immer noch einige Gegner im Sektor aufzuhalten. Als braucht die Leiste oben ja doch
einiges an Zeit. Machen wir das mal so. Na, gucken wir mal. Schauen wir mal, ob wir mit Sina noch ein bisschen weiter vorkommen. Es ist noch mindestens einer übrig. Zeit, den Müll rauszubringen. Ja, jetzt könntest du aber mal treffen, Sinan. Alles klar, sehr gut, stand nochmal in den Kopf. Na, der ging daneben. Ja, sie trifft natürlich, das ist ja klar, das ist ja... Ah, Freunde. Ich sag jetzt mal, mal nichts dazu, das ist alles ein bisschen... Ihr kennt das ja, das ist alles ein bisschen sehr asozial. Ziehen wir uns mal dahin zurück und dann ducken wir uns mal. Dann könnten wir das vielleicht ohne Schaden überleben. Aber da bin ich mir inzwischen gar nicht mehr sicher. Okay, das scheint gut gelaufen zu sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir eine Unterbrechung bekommen. Da war ja noch eine mit sehr gut. Ja, tatsächlich. Dann probieren wir das einfach mal. 51, sehr gut. Eventuell trifft sie uns jetzt nicht. Na gut, sie schießt zumindest nicht. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Damit bin ich absolut zufrieden. Dann könnten wir jetzt auch hier vielleicht mit einem neuen Feuerstoß was reißen. Nee, dann nochmal. Alles klar, sehr gut. Hab dich. Ich habe gerade was gehört. Na, jetzt ist da schon wieder einer mit sehr gut. Wahnsinn. Aber er schießt nicht. Gut, zweimal und der dürfte eigentlich Geschichte sein. Och, das gibt's doch nicht. Na. Warum haben wir denn jetzt absolut gar nicht getroffen? Das ist doch ekelhaft, ganz ehrlich. Naja, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. Okay, so sollte das vielleicht klappen, ich weiß es nicht. Das ist kein Problem, das ist kein Problem. Das ist absolut kein Problem. Warum sehen wir ihn nicht? Cool, von da sehen wir ihn gar nicht. Okay, jetzt aber, komm, Sinan. Ja, das war gar nicht übel. Sehr schön. Na, jetzt ist da schon wieder einer, das ist doch der Wahnsinn. Okay, das ist schon mal in Ordnung. Dann schauen wir mal, ob wir sowas reißen können. Ach Gottchen, schieß halt nicht so extrem daneben. Naja, das war jetzt übel. Das war übel. Aber das ist ja echt mies. Warum treffen die so gut? Vielleicht sollten wir uns einfach nochmal hinlegen. Dass die uns da nicht sehen. Ich habe gerade was gehört. Okay. Sie haben sich verkrochen. Zeit, den Müll rauszubringen. Alles klar, dann vielleicht einmal. Ist ja nur ein Rothemd. Einfach mal so draufballern. Oh fuck! Alles klar, dann legen wir uns jetzt nochmal hin. Nein, wir haben keine Aktionspunkte mehr. Na, das ist doch... Scheiße. Okay, wir haben schon wieder keine Aktionspunkte. Gut, er hat wenigstens nicht getroffen. Alles klar. Die Armee ist immer noch da. Ich glaube, damit kann ich leben, aber Sinan sollten wir jetzt erstmal verbinden. Jetzt laufen wir einfach mal raus. Beziehungsweise die kriegt jetzt einfach nochmal den Gnadenschuss. So, alles klar. Ich drücke schon ganz fest. Ja, Sinan, du drückst auf die Wunde. Aber sie blutet noch immer. Look out, diese Idiots könnten auf die Idee kommen, sich wieder zu sammeln. Oh, Scope könnte ihm eigentlich mal entgegenkommen. Und Sinan bleibt da einfach mal stehen. So. Also ein Gegner oder zwei Gegner sind noch im Sektor. Mehr sind das nicht mehr. Ich würde sagen, das checken wir jetzt einfach mal mit Static aus, indem wir hier volle Kanne und total laut reinlaufen. Scope, sind die Verbände ausgegangen. Okay, dann bekommt sie die von... Ich höre da jemanden bluten. Ups, falsch. So, genau. Ja, vielleicht kann das sogar Static erledigen. Schauen wir mal. Ja, die ist da hinten. Alles klar, dann. Kann das vielleicht sogar Raven erledigen? Die hat ja auch noch einen ordentlichen Feuerstoß beieinander.
Die ist hier vorne irgendwo. Und ich glaube, sie ist auch die letzte. Der Feind ist hier. Och nee. Nicht ernsthaft, oder? Na, Freunde. Da scheinen sich aber zwei aufzuhalten. Da sollten wir vielleicht mal nicht durchs Licht laufen. Sondern einfach mal hier durchs Fenster gucken. Also hier vorne so. Und hier blutet scheinbar wirklich noch jemand. Die Geräusche kommen aus ziemlich kurzer Entfernung. So, mal gucken, ob wir da irgendwas haben. Der Feind ist hier. Tatsächlich. Dann einen gezielten Schuss mit einem Raketengewehr, würde ich sagen. Das dürfte ja hinhauen. Alles klar. 80 Schaden, das ist wunderbar. Eine ausgezeichnete Waffe. Hab Feindkontakt. Na, das gibt's doch nicht. Und natürlich trifft er uns ja. Also über manche Sachen kann man sich echt nur aufregen, aber so richtig krass. Wir laufen jetzt einfach hier straight hinter. Das sollten wir hier überleben. Die Drenners-Schergen sind immer noch in der Nähe. Ich würde nicht ruhen, ehe ich sie nicht alle ausrotiert habe. Der Feind ist hier. Oh, ich habe vergessen, die anzugreifen. Alles klar dann. Einmal in den Kopf. Wunderbar, und dann flüchten wir nochmal ganz kurz. Problem gelöst. Beziehungsweise wir können es mal so versuchen. Ja. Ja, hat's geklappt. Wunderbar. Ja. Jetzt passen auf. Jetzt müsste der nur noch hier vor das Fenster laufen, dann wäre das ein garantierter Sieg für uns. Ja, wo ist er denn? Der Feind ist hier. Oh nein, na klar kriegt er eine Unterbrechung. Das ist doch der helle Wahnsinn, Freunde. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Na gut, das ist jetzt nicht allzu klug, wenn wir das machen. Na, das ist doch der Wahnsinn. Da sollten wir vielleicht wirklich von der anderen Seite aus angreifen. Ja. So wird das, glaube ich, nichts. Na, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir vor allem hier erstmal sinnvoll wegkommen, ohne dass er uns sieht. Okay, das scheint zu klappen. Das scheint zu klappen. Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob wir ihn vielleicht aus irgendeinem anderen Fenster sehen können. Ist zwar dann ein scheiß Winkel, aber... Der Feind ist hier. Okay, das sieht doch gut aus. Und wir haben ihn sogar getroffen. Wunderbar. Sehr schön. Fantastisch. Und damit wäre der Sektor eingenommen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann hat das tatsächlich noch geklappt. Sehr schön. Ja, dann laufen wir hier mal durch. Beziehungsweise darf das mal Magic machen, falls wir da irgendwelche Türen aufmachen müssen. Und dann werden wir hier erstmal ordentlich Items verteilen, würde ich sagen. Magic darf mal kurz dahinter laufen. Und Wahnsinn, Freunde, es fehlt nur noch ein Sektor. Der Sektor von Daydrunner. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist quasi die Arena. Hier kämpfen Bloodcats gegeneinander. Beziehungsweise haben das früher gemacht. Heute ist das nicht mehr so. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, da... Schränke sind das auf jeden Fall nicht. Das ist die Loge von Daydrunner, denke ich mal. Die sieht da, glaube ich, ziemlich gut rein. So, mal gucken, ob wir da reinkommen. Nein, dann machen wir die Tür mal so auf. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Yo. Alles klar. Yo. Das ist doch der helle Wahnsinn, Freunde. Yo. Mörser, Raketen, okay. Da ist auch nochmal ein Schränkchen. Yo. Drei Laws, Wahnsinn. Können wir da die Tür noch aufmachen? Vor allem würde es mich interessieren, ob wir hier Yo. Langsam mal Milizen ausbilden können. Das wäre doch lustig. Fuck you. Das wäre doch extrem lustig, bevor wir Daydrenner angreifen, dass wir hier quasi alles hier schön mit Milizen voll machen. Aber das mit Magic war jetzt echt unnötig, aber so richtig unnötig. Ich frage mich, was das für Schalter sind. Ich glaube, die sind für die Türen gut, aber ich möchte das jetzt auch gar nicht ausprobieren. So, wie schaut's mit Raven aus? Können wir da unbeschadet reinlaufen? Ja, können wir. Was ist das? Da ist ein Schlüssel. Nein, ich habe ein Leck in mir. Ja, das hast du und du wirst auch gleich verbunden. Muss dich nur ganz kurz gedulden. Hat Sina noch Platz im Inventar? Beziehungsweise nicht im Inventar, sondern im Schlüsselbund.
Ja, tatsächlich. Dann können wir ihm den Schlüssel mal direkt geben. Ich weiß zwar nicht, wofür der gut ist, aber... ein Schlüssel ist immer besser als gar kein Schlüssel. So, wir haben hier ordentlich Raketen. Das ist super. Das ist super. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts mehr, oder? Dann können wir eigentlich damit anfangen, die Items zu verteilen. Und vor allem will ich jetzt mal was ausprobieren. Tatsächlich, wir können die Milizen ausbilden. Aber ich glaube, das sparen wir uns. Das ist jetzt einfach nur Zeitverschwendung. Ja, Items verteilen. Erste-Hilfe-Sachen wären mal ziemlich nützlich. Vielleicht fliegen wir uns nochmal in Cambria ein. Da müssten wir ja einige übrig haben. So, machen wir hier mal voll und so mal voll. Das sollte passen. Dann machen wir mal unser Raketengewehr voll und nochmal das Raketengewehr voll. Alles klar. Da können wir das weglegen. 10 Raketen sollten Sinan eigentlich erreichen. Machen wir 15 raus, das ist in Ordnung. So, Static. Static ist ziemlich im Eimer. Den müssen wir uns jetzt auf jeden Fall kümmern. Der möchte so eine Munition hier haben. Kann er von mir aus haben. Da habe ich kein Problem mit. Können wir das hier noch voll machen? Ja. Sind das 20 geworden? 19. Dann machen wir hier nur 20 draus. Alles klar, dann kriegt er hier die zweite Munition auch dazu. Raketengewehr hat er nicht, aber er kann Raketen mitschleppen. Ach, das sind panzerbrechende und hochexplosive. Das sind nochmal andere. Okay, natürlich kann er jetzt nichts tragen, weil er komplett... Wobei, das können wir im Inventar lassen. Sobald er wieder fit ist, sollte das passen. Und, gucken wir mal. Raven. Können wir da nochmal voll machen? Und können wir da... Ups, das war ein Fehler. Können wir... Na, das war auch ein Fehler. Können wir so nochmal voll machen? Okay. Oh, da kriegt sie aber nochmal ihre normale Waffe in die Hand. Und... okay, das ist die gleiche. Dann passt das. Dann können wir das auch so lassen. Scope, alles klar. Scope bekommt jetzt auch erstmal ein bisschen Munition. Das passt auch. Die hat sogar diese hochexplosive und panzerbrechende drin. Dann würde ich sagen, kriegt sie nochmal so eins. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Ist zwar nicht mehr viel dran, aber ist immer noch besser als gar nichts. Sodala. Ansonsten können wir noch Raketen geben an... Der bekommt jetzt auch mal was. Nachdem er verbunden ist, dürfte er das ja tragen können. Mörsergeschosse, auf jeden Fall. Konrads kann mal die gebrauchte Lore wegwerfen und das hier an sich nehmen. Die Munition vielleicht auch weglegen und dafür Raketen an sich nehmen. Das ist ja dann doch ein bisschen sinnvoller. Und vielleicht machen wir einfach so, dass wir da noch ein paar mehr reinbekommen. Weil da gehen ja 4 rein. Ja, das passt auch. Dann packen wir da noch 2 Splittergranaten rein. Und dann schauen wir mal. Laserpointer brauchen wir nicht. Raketengewehr. Da können wir die Muni rausnehmen. Legen wir das mal kurz auf den Boden. So, sehr gut. Dann können wir die Lore wieder an uns nehmen. Die Raketengewehre von den Gegnern können wir wohl nicht benutzen. Haben wir ja gerade festgestellt. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Machen wir das mal so. Dann ist bei ihm auch alles voll. Dann können wir das hier auch weglegen und eine frische Lore nehmen. Und vielleicht auch hier noch eine frische Lore. Der ist zwar hoffnungslos überladen, aber ich glaube, auf die kurzen Strecken sollte uns das nicht wirklich stören. Und dann würde ich sagen, dass wir hier auch mal Munition durch Raketen ersetzen. So. Dann haben wir, glaube ich, alles. Nachtsichtgerät. Carlos vielleicht? Ja, das ist in Ordnung. Der darf auch noch ein paar Mörsergeschosse mit sich rumschleppen. Und zwar kann er das so machen und vielleicht selber auch noch einen Mörser rumschleppen. Wäre das was? Ich weiß es nicht. Und er hat noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Dann ist das Erste, was wir jetzt machen werden. Sinan kann alleine vor sich hin heilen. Static wird auf jeden Fall mal den Patienten spielen. Scope kann, glaube ich, auch vor sich hin heilen. Magic auf jeden Fall auch ein Patient. Cliff kann den Doc spielen. Und wo ist sie? Wo ist sie? Spider. Spider darf auch mal den Doc spielen. Und dann lassen wir mal ordentlich die Zeit ablaufen. Nebenbei kann eigentlich Mad Dog ein bisschen was reparieren. Und zwar Gegenstände. Den Roboter, den brauchen wir jetzt erstmal nicht reparieren. Und da sind Gegner. Ich hoffe, die laufen nicht in den Sektor rein. Schaut's aus bei Magic.
Cliff hat keinen Erste-Hilfe-Kasten mehr. Scheiße. Dann Diensttrupp 1. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Oh, er kann vielleicht auch noch eine Lore an sich nehmen. Aber wir haben gar keine Lores mehr übrig, okay. Gut, dann können wir das trotzdem ablegen. Das wiegt ja nur umsonst viel. Vielleicht die Raketen noch? Kann von hier aus nicht aufgehoben werden? Hä, warum denn? Na gut, sollen sie erstmal nicht stören. Okay, hat auch keinen Erste-Hilfe-Kasten mehr. Das ist scheiße. Wie machen wir das? Sollen wir vielleicht mal Spider, Dienst, Trupp 4 und Cliff, Dienst, Trupp 4 und dann mal hier nach Cambria. Da, nee, in den Krankenhaussektor. Welcher war das denn? Hier. Hier müssten wir doch noch genug haben. Genau. Ich würde sagen, wir lassen uns von... Wo haben wir ihn? Wo müssen wir rein? Dahin. Sektor F8. Alles klar. Dann kommst du einmal hier hin, bitte. Ich bin da. So, dann dürfen die beiden... Beziehungsweise machen wir das mal so. Und Fahrzeughelikopter. Dann dürfen die beiden mal... F8 war das, alles gell? Roger, genau. Cap. Dann holen die sich jetzt mal ordentlich hier medizinisches Zeug ab. Ich bin da, Cap. Alles klar, dann einmal hier Dienst Trupp 4. Und da können wir, glaube ich... Geht das so? Ich hoffe, dass es so geht. Ja, das sollte klappen. Das sollte klappen. Raketen. Dann machen wir das mal so. Das können wir ja da ablegen. Wobei da nicht mehr allzu viel drin ist, aber das ist, glaube ich, immer noch... sinnvoller als gar nichts zu haben. So, einmal so, einmal... Na, Sinan. Fahrzeug, Helikopter und dann... Skyride. Dürfte mal wieder hier zu uns herfliegen. Alles Roger. Okay, 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 okay. Dann würde ich sagen... Einmal go. Ich bin da, Cap. Sehr schön, dann können die beiden hier wieder in Diensttrupp 1... Wobei, doch, Diensttrupp 1. Und dann kann Skyrider mal wieder nach Estoni. Skyride. Das ist Estoni, oder? Alles Roger, Cap. Das müsste jetzt eigentlich passen. Ich bin da. Alles klar, dann. Können wir, glaube ich. Wie geht's den beiden? Na, die sind schon fast komplett verheilt. Dann machen wir aber hier trotzdem mal Doktor und Cliff auch mal Doktor. Dann können die hier noch ein bisschen so vor sich hinwerkeln. Und ich denke mal... Was soll ich als nächstes angehen? Bin auf dem Lauf. Bin hier für... Alles klar, sollen wir die Nacht noch angreifen? Ich weiß es nicht. Die sind, glaube ich, alle inzwischen ziemlich ausgeschlafen. Ich glaube, wir können in der nächsten Nacht und in der nächsten Folge direkt mit dem Angriff loslegen. Die dürfen jetzt aber erstmal ihre Waffen wieder in die Hand nehmen. Cliff auch und Spider auch. Ist das ihres? Nein. Darf sie aber trotzdem mal in die Hand nehmen, das ist ja kein Problem. Und da packen wir natürlich noch eine Munition rein. Okay, Static passt. Ich glaube, das sollte passen. Dann Cliff Diensttrupp 1, Spider Diensttrupp 1, Static Diensttrupp 1 und Magic Dienst... Wobei machen wir das mal anders, Diensttrupp 3 und dann darf man Magic in unseren Trupp. So, Freunde, ich würde sagen... Einmal hier ein Meduna-Safe und dann können wir uns mal aufmachen in den Daedrenna-Sektor. Aufnahmeende. Nee, wir können uns ja schon mal auf den Weg machen. Und zumindest die Feindkontakt. Söldner platzieren. Jetzt habe ich Mad Dog vergessen. Ich bin doch behindert. Das ist doch der Wahnsinn. Dann holen wir den natürlich nochmal ganz fix mit. Ohne Mad Dog geht das natürlich nicht. Mad Dog ist zwar eine Pfeife, aber Mad Dog hat noch eine Lore und einen Mörser auf jeden Fall. Deswegen wird er natürlich mitkommen. So, vielleicht sollten wir das noch ganz fix überschreiben. Genau, dann einmal Trupp 1 dahin, einmal Trupp 2 dorthin, einmal Trupp 3 hierhin. Und bam, alles klar. Dann würde ich sagen, verteilen wir schon mal unsere Soldaten und dann werden wir zusammen speichern. Und in der nächsten Folge geht es dann wirklich in die Höhle des Löwen. Und zwar werden wir uns eiskalt, Moment, einmal räumen, verteilen, nein, räumen, gruppieren, so. Trupp 1 darf sich hier mal ganz rechts aufstellen, Trupp 2 da und Trupp 3 da. Wobei, das passt nicht, das habe ich jetzt wieder verplant. Also Trupp 1, Spider, Mad Dog, das ist Trupp 3 und so. So sollte das passen.
Dann dürfen die alle mal... Ach nee, nicht B. So, Z natürlich. Dürft ihr mal und ihr dürft natürlich auch mal. So, lala, dann ziehen wir schon mal unsere Söldner vor. Magic darf natürlich mitkommen. Cliff bleibt hinten. Static darf mitkommen. Raven darf mitkommen. Und Scope darf mitkommen. Und eventuell sollte Miguel auch mal mitkommen. Der hat ja, glaube ich... Nee, Miguel nicht, aber Carlos. Carlos hat gar nichts. Wo ist Dimitri? Dynamo. Ja, tatsächlich. Dimitri hat die Laws. Dann darf der natürlich auch mal ein paar Schritte vorkommen. Und ich würde sagen, nächste Folge wird es so richtig krass abgehen. Wir werden jetzt nochmal zusammen speichern. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich weiß nicht, ob wir das in der nächsten Folge schaffen. Eventuell mache ich wirklich eine überlange Finalfolge, aber das werden wir dann auf jeden Fall zusammen entdecken. Jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und bis morgen.